Nein. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch über Pranks, Mutanten, Avatare und das Theater der Digital Natives. Ich schließe mal an Markus Lobbes an, weil ich das so sympathisch fand vorhin, als er gesagt hat, er ist so wahnsinnig aufgeregt. Ich glaube, wir sind auch ganz schön doll aufgeregt und freuen uns aber in erster Linie, dass wir dieses Gespräch hier erstmal vor euch und dann hoffentlich gleich mit euch zusammen führen können. Mein Name ist Katja Grawinkel-Klaassen, ich arbeite als Dramaturgin am FFT Düsseldorf und ich stelle euch kurz die Runde vor. Hanna Biedermann ist Regisseurin, Performerin, Theaterpädagogin und Mitbegründerin der Gruppe Pulk Fiktion mit Sitz in Köln, mit der sie mehrfach preisgekrönte Performances für junges Publikum entwickelt. Finn Kamm, ganz zu meiner Rechten, studiert angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und steht, seit er ungefähr 15 ist, stimmt das? Ja, regelmäßig mit dem Solinger Spina Theater auf der Bühne, aber auch am FFT hat er mehrfach an Performances mitgewirkt, die professionelle Künstlerinnen und Künstler mit Jugendlichen zusammen entwickelt haben. Das Spina Theater ist demnächst beim Theatertreffen der Jugend zu sehen. Und Christine Naujukat ist Mitglied des Bochumer Kollektivs Ana Kapok, das unter anderen Formaten ein spezielles Game-Theater entwickelt hat, in dem die ZuschauerInnen gemeinsam einen Avatar steuern. Und zur Einstimmung in unser kleines Gespräch würden wir euch gerne ein Video zeigen. Und zwar aus der aktuellen Produktion von Pulp Fiction, Trollwut, ein Diskursmusical. Es war der 6.8.2018, als vier Heldinnen und Helden aufbrachen, um mit den Weiten des Webs nach einer besseren Welt zu suchen. Eine beschwerliche Reise durch den Datensturm begann. Jetzt sind sie hier, um davon zu berichten. Liebe Natives, wir sind gekommen, um euch zu retten. Wir sind gekommen, um euch zu warnen. Ihr krankt an Orientierungslosigkeit, Entgrenzung und Unwissenheit. Dieses Land wird untergehen, wenn ihr nicht auf uns hört. Wir sprechen eure Sprache nicht. Eure Rituale finden wir suspekt und eure Regeln sind irrelevant. Wir kennen die Zukunft nicht und somit halten wir uns an die Vergangenheit. Da, wo wir herkommen, da sprach man noch, anstatt zu chatten. Da schaute man sich noch in die Augen, anstatt aufs Profilbild. Da ging man noch auf die Straße, anstatt zu disliken. Dankeschön, erstmal bis hierher. Ja, ich glaube, alle, die sich mit Theater und Digitalisierung schon eine Weile beschäftigen, sind vielleicht dieser Haltung schon mal begegnet. Dieser Haltung, die besagt, Theater und Digitalisierung, das ist doch sehr weit voneinander entfernt. Das Theater ist der analoge Ort. Die digitalen Strategien sollen sich bitte die Marketingabteilung zunutze machen für die Werbung. Und die jungen Leute, wenn die kommen, müssen sie erstmal von ihrer Handysucht, ihrer Gamingsucht und allen anderen Zerstreuungen so ein bisschen befreit werden, damit sie sich dann endlich mal wieder 90 Minuten auf einen Theaterabend konzentrieren können. Wir am FFT beschäftigen uns eben auch schon sehr, sehr lange mit diesen Fragen. Wir hatten aber auch in unserem Programm von Anfang an Performances mit jugendlichen AkteurInnen und auch einen Spielplan mit Programm für junges Publikum. Und wir haben diese AkteurInnen immer ganz anders kennengelernt, sowohl ZuschauerInnen als auch KünstlerInnen. Deshalb ist das Theater der Digital Natives bei uns eigentlich ein Vorschlag, die Perspektive umzukehren
Und wir gehen davon aus, dass man eine ganze Menge über das Theater in der digitalisierten Welt lernen kann, wenn man sich mit der jüngeren Generation beschäftigt, von den Leuten, die Theater machen und die auch immer noch Lust haben, Theater anzuschauen. Und genau das wollen wir heute 45 Minuten lang zusammen machen. Deshalb gleich mal die erste offene Runde. Seid ihr eigentlich Digital Natives, meine Lieben? Finn, fang doch mal du an. Ja, also ich finde es gar nicht mal so einfach, also so ganz intuitiv würde ich sagen ja, weil ich so damit eigentlich aufgewachsen bin und das so, also diese Sachen oder Medien oder einfach so, das ist so sehr vertraut für mich oder eigentlich fast schon normal und ich glaube, weil es irgendwie so normal und natürlich ist, dass es das alles gibt, ja, würde ich einfach sagen ja, also wenn man mir ein Gerät in die Hand gibt, verstehe ich relativ schnell oder wie das funktioniert, worauf ich irgendwie so klicken muss und finde mich da irgendwie gut zurecht. Ich weiß aber auch nicht, was das ausschlaggebende Kriterium ist, um zu sagen, ich bin Digital Native. Ich würde mich vielleicht nicht so bezeichnen, wenn ich nicht gerade gefragt werde, aber ich glaube, ja. Hanna, bist du Digital Native? Ich habe ihr gerade ihren Twitter-Account erklärt. Genau. Ich wusste nicht, dass wir einen haben. Deswegen wusste ich nicht, dass man das so schreibt mit dem Hashtag. Also ich bin es, glaube ich, nicht, wenn man das so definiert. Aber im Vergleich zu meiner Mutter schon. Das finde ich eine sehr hilfreiche Bezugsgröße. Wobei, glaube ich, meine Mutter mehr Zeit am Handy verbringt als ich. Das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen bei Eltern. Also meine erste Reaktion ist bei der Frage auch eher nein, obwohl es bei vielen Kriterien in Bezug auf Digital Natives ich da wahrscheinlich reinpassen würde. Also ich bin nach 1980 geboren, ich bin sehr viel online, aber irgendwie vom Gefühl her würde ich eher sagen nein, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man das ja auch nicht so gut findet, wenn man so mit Fremdzuschreibung bei Generationen also damit konfrontiert wird und eingeordnet wird. Ja, ich würde mich auch eigentlich dazu zählen, intuitiv. Ich muss aber auch sagen, ich erinnere mich noch daran, wie wir ins Internet gegangen sind. Also wie wir dieses Modem benutzt haben und dann gewartet haben und dann waren wir im Internet. Und jetzt ist mir neulich aufgefallen, das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied zu jüngeren Digital Natives, die sozusagen nicht mehr wie den Fernseher anschalten, das nicht mehr so als Gang dorthin bezeichnen, sondern wir sind alle permanent vielleicht schon da. Ich glaube, dass es tatsächlich auch nicht unbedingt um Medienkompetenz gehen kann, obwohl ich das interessant finde, wenn du sagst, ich weiß gleich, wie ein Gerät funktioniert. Was ich ganz schön finde, ich habe es mal als Zitat gelesen, es gibt einen sogenannten Internet State of Mind. Den würde ich jetzt einfach mal den Digital Natives ein wenig zuschreiben. Wir haben hier schon das nächste, ein Foto für euch angebeamt aus der Produktion Mutanten, die 2015 Premiere hatte. Finn hat daran mitgewirkt. Mit 9 weiteren Jugendlichen und der Choreografin Steffi Elbers und dem Autor und Schauspieler Oleg Zhukov habt ihr das gemeinsam entwickelt. Wenn du an diese Arbeit zurückdenkst, in der es letztendlich auch um euch als Digital Natives ging, würdest du dann sagen, dass dir da diese Haltung begegnet ist, wie wir sie von Trollwut gerade gehört haben? Nee, also so gar nicht. Also ich glaube, es war so eigentlich das Paradebeispiel oder dass es genau andersrum eigentlich war. Also ja, es ging eben gar nicht darum, dass wir irgendwie jetzt belehrt wurden oder dass wir irgendeine Meinung so oder dass wir in eine Richtung gelenkt wurden. Also die Arbeit war eigentlich total auf Augenhöhe und so sehr gemeinschaftlich. Und es ging, also wir waren sozusagen eher die ExpertInnen des Stückes oder dürften ja entscheiden oder ja rausfinden, was wollen wir denn zu diesem Thema sagen und wurden da eigentlich so ja angeleitet und es gab so gar nicht, dass Oleg und Steffi da irgendwie uns versucht haben, in eine Richtung zu drängen. Also man ist eigentlich wirklich uns gefolgt und ich glaube, hätten wir ein Stück machen wollen, wo wir sagen, wie toll unsere Smartphones sind, dann hätten wir das machen dürfen. Das ist aber lustigerweise nicht passiert. Also es war dann eher so, dass diese Kritik an diesen ganzen Dingen so ganz natürlich sich im Stück dann auch gezeigt hat, aber weil das von uns auskam, also und weil wir irgendwie dann mit Texten angekommen sind oder mit 10 Ideen, die schon ganz viel Kritik irgendwie so drin hatten und das mussten die zwei uns quasi nicht sagen. Das ist vielleicht auch eine nicht so schöne Seite irgendwie von Digitalisierung und permanent erreichbar sein gibt. Ja, das hat sich eigentlich so sehr
ja, durch uns auch dann im Stück gezeigt. Und es war dann eher so, ihr wisst was und wir wissen was und wir kommen irgendwie zusammen und machen gemeinsam was damit. Und das war eigentlich schön, dass es gar nicht so schwarz-weiß, also es gibt eigentlich kein Schwarz-Weiß, glaube ich, in dem Stück, sondern es ist alles sehr assoziativ vielleicht auch. Und genau, ja, also. Kannst du noch ein bisschen darüber erzählen, wie es war? Also eine Besonderheit von diesen Produktionen mit Jugendlichen ist ja eigentlich immer, dass man sie nicht so lange zeigen kann. Es ist jetzt auch schon 4 Jahre her. Die Menschen sind alle älter und studieren jetzt zum Teil und so. Über die Fotos hinaus, kannst du noch mal ein bisschen erzählen, worum es euch ging und wie das aussah, was ihr da gemacht habt? Ja, also genau, aussah, kann ich vielleicht direkt mit anfangen, weil wir jetzt auch gerade so ein super Foto haben. Also zum Beispiel hier vorne rechts sehen wir Clara, die irgendwann zu einer Probe kam und so 10 ganz schöne iPhones ganz analog aus Pappe gebastelt hat. Und das war quasi auch, also damit ist sie einfach angekommen und hat sich das mal so ausgedacht. Und dann gab es irgendwie so einen iPhone-Werbespot. Und das war auch spannend, dass es dass unser Stück eigentlich super analog war. Also wir hatten eigentlich gar keine Technik auf der Bühne. Also es gab eben, es gab diese gebastelten Handys, es gab Live-Musikeinspielungen vom Keyboard, wir hatten Taschenlampen und eigentlich alles war wirklich so sehr materiell, also jetzt aus inszenatorischer Sicht. Und genau, und die Themen, die uns so vor allem beschäftigt haben, also es ging einmal so um die, also es war auch eine Tanztheaterproduktion, das heißt, es hatte auch, also es ging sehr um den Körper und was passiert eigentlich mit dem Körper in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, also wo sich so das Digitale, das Technische und das Physische irgendwie immer mehr verschränkt. Und wie bringen uns Techniken vielleicht auch dazu, uns anders zu bewegen? Und auf einmal haben wir so ein neues Bewegungsrepertoire, was durch eine Technik kommt. Oder was macht das mit dem Körper, wenn ich dauernd vorm PC sitze oder dauernd so diese gebückte Haltung habe? Und ich glaube, das hat man dann versucht, so ganz abstrakt nochmal wiederzuspiegeln. Und genau, also das war so ein Strang, so wie verhält sich der Körper im digitalen Zeitalter, was für Dynamiken entstehen da. Dann gab es ganz viel, was uns persönlich interessiert hat, also so den Strang eigene Geschichten, persönliche Erlebnisse oder Möglichkeitsfantasien für die Zukunft. Ja, und dann natürlich, wie war es inszeniert? Und das war eben sehr, sehr spielerisch, sehr assoziativ und mit sehr viel Interpretationsfreiraum fürs Publikum und eben sehr analog. Und das ist irgendwie sehr spannend, weil jetzt auch in einem Vorgespräch, was wir hatten, mir auch so aufgefallen ist, dass, was mir vorher auch nicht so klar war, aber dass der Probenprozess für mich zum Beispiel auch total verflochten zwischen digital und analog war. Also ich habe dann irgendwie, ich hatte so eine Szenenidee zu Smart Homes und dann habe ich halt sehr viel online geschaut und mir irgendwelche YouTube-Videoführungen angeschaut, so durch das Wohnen der Zukunft. Das wurde dann aber irgendwie ein handschriftlich geschriebener Text und am Ende auf der Bühne ist es dann, war es ein Videospiel, aber ein analoges Videospiel. Und da hat sich Technik und körperliches Machen und digital Recherchieren irgendwie so sehr verflochten. Und das war mir aber bisher auch nicht so klar, weil es einfach normal oder weil es so natürlich war, dass diese Welten schon so zusammen sind. Ja. Seltsam ist wahrscheinlich, dass wir es immer noch so unterscheiden oder dass diese Trennung immer noch so präsent ist, aber ich glaube, das liegt daran, an dem speziellen Moment, in dem wir uns irgendwie so historisch oder so befinden. Ich springe mal auch zu einem Foto nochmal von Trollwut, also nochmal zum Beginn zurück und zu Hannah rüber. In Trollwut geht ihr auf so eine Art Abenteuerreise ins Internet rein. Also, und das ist ein Stück für junges Publikum, also eventuell begebt ihr euch quasi auf Terrain, auf dem die sich besser auskennen könnten als ihr. Und die Frage wäre, wie seid ihr damit umgegangen, allgemeiner gesprochen, wie macht man denn Theater für die Digital Natives und kann man da noch den Anspruch haben, so einen Wissensvorsprung auszuspielen beziehungsweise die ZuschauerInnen zu bilden? Das wäre jetzt sowieso nie so ganz mein Anspruch, überhaupt als Theatermacherin jemanden zu bilden, sondern irgendwie jemanden zu begegnen und irgendwie eine Frage mit jemandem, einem gegenüber oder mit mehreren gegenüber zu diskutieren. Und
das versuche ich irgendwie auch im Theater für junges Publikum. Und da ist vielleicht das Spannende, dass man einfach diesen Unterschied, den, glaube ich, jeder hat, also wie auch Sie jetzt alle anders sind als ich, bei jungem Publikum erstmal auf der Hand liegt, weil eben sie jünger sind und deswegen vielleicht weniger Erfahrung einfach rein zeitlich haben und man sich deswegen vielleicht bewusster über diesen Unterschied, den es ja immer gibt, dass die anderen, nicht ich selber bin, bewusster werden lässt und mich das irgendwie als Theatermacherin vor allen Dingen inspiriert, irgendwie darüber nachzudenken, wer bin ich, was weiß ich nicht und wovon kann ich ausgehen, wer da sitzt und wem ich etwas erzählen möchte. Und das hat Einfluss auf, wie wir arbeiten und recherchieren, aber auch auf die Art, wie wir unserem Publikum dann begegnen. Und in diesem Fall jetzt eben diesem Thema jetzt mit Digitalisierung oder unser Thema war eher eigentlich Meinungsbildung in Zeiten von sozialen Medien. Fängt das dann mit so einem Prolog an, endet mit genau dem Gegenteil, bitte rettet uns. Und also das ist durchaus irgendwie als natürlich ironisch gemeint, aber auch als etwas, was vielleicht irgendwie einem vielleicht erstmal negativ auffällt, wenn man diese Haltung hat, wir wissen es besser als ihr, aber die ziemlich weit verbreitet ist, auch irgendwie vielleicht irgendwie so unterm Deckmantel von irgendwie, wir wollen euch helfen oder irgendwie, ja, aber irgendwie, dass man das dann benennt und mit dieser Macht oder Hierarchieverhältnis, was ja so grundsätzlich auch im Theater vorhanden ist, einfach schon überhaupt das Verhältnis zwischen Bühne und ZuschauerInnen ist ja irgendwie ein Gefälle, sage ich mal. Und ich finde es immer besser, das irgendwo zu benennen und transparent zu machen und dann wieder damit umzugehen und auch Möglichkeiten des Widerspruchs dann zuzulassen, indem man es offenlegt. Ja. Also ein ziemlich interessanter Weg ist ja, dass ihr in eure Recherchen immer Kinder und Jugendliche mit einbezieht und die dann auch sehr direkt in den Stücken zu Wort kommen. Bei Max und Moritz, eurer Produktion, die glaube ich 2017 Premiere hatte, wird dann zum Beispiel aus »Dieses war der erste Streich«, »Dieses war der erste Prank« und das war zum Beispiel für mich als Zuschauerin, bin ich da zum ersten Mal dem Begriff Prank begegnet. Seid ihr da schon oft überrascht worden von dem, was euch eure ExpertInnen da sagen und vielleicht auch noch, wie viel Distanz nehmt ihr zu diesem Material ein, das ihr sammelt, wenn ihr es dann in eure eigenen Arbeiten einbaut? Also uns ist das eben tatsächlich wichtig, diese Recherche zu betreiben, zum einen eben um uns abzugleichen damit, was diese Menschen, für die wir dieses Theater nun mal machen wollen, interessiert und was uns interessiert und da eine Mischform draus zu finden, sag ich mal, aber auch, weil mich das Thema, wer spricht und wer bestimmt, welche Geschichten erzählt werden und aus welcher Perspektive sie erzählt werden, grundsätzlich interessiert oder wichtig ist für mich und deswegen finde ich die Form des Interviews und O-Töne von Kindern und Jugendlichen, die meistens eigentlich dann auch auf der Bühne abgespielt werden, eine Möglichkeit, um diese anderen Stimmen oder das Mitspracherecht von denen, über die oder mit denen gesprochen wird, irgendwie einzubinden oder irgendwie da einen Ausgleich zu schaffen. Und trotzdem sind wir natürlich die, die diese Interviews führen, wir sind die, die das schneiden und wir sind die, die bestimmen, wie es benutzt wird. Und deswegen ist es natürlich vielleicht auch ein Pseudo-Mitspracherecht und auch das finde ich wichtig zu zeigen und zu benennen. Und deswegen gehen wir damit nicht nur nett um mit diesen O-Tönen oder stellen die auch mal nicht mal aus oder stellen die extra in einen falschen Kontext und versuchen das dann wieder offen zu legen, um dann damit auch wieder in Diskussion zu kommen, dass uns natürlich bewusst ist, dass wir die Macht haben, alles zu manipulieren, weil wir die sind, die damit umgehen. Ja. Ich hatte gerade versucht, hier nochmal so weiterzuklicken und auch noch ein Bild von Max und Moritz zu zeigen. Das geht aber gerade nicht. Vielleicht kann das jemand da hinten schaffen. Das wäre ganz schön. Genau, weil dann könnten wir nämlich, da sehen wir noch mal Max und Moritz. In dem Fall waren das zwei Frauen auf der Bühne. Und dann würde ich aber auch zu dem nächsten schon mal klicken. Nee, da kommen wir später noch zu. Jetzt sind wir in der Welt der Smart Homes, aber nicht bei Mutanten und in Finn-Szene, sondern bei Anna Kapok, Real Reality.
Also auch eure aktuelle Arbeit, Christine, handelt von dieser schönen neuen Welt, in der ich mit meiner Wohnung kommunizieren kann und nie wieder rausgehen muss. Würdest du sagen, um solche Themen aus so super tagesaktuellen Debatten über Digitalisierung abzubilden, braucht es auch neue Settings im Theater? Oder, also Hanna hat gerade gesagt, so Arten sich zu begegnen, müssen die sich verändern? Also ich glaube, man kann auch das, was wir bei ReReality thematisiert haben und bearbeitet haben, kann man sicherlich auch in anderen Formen aufgreifen. Wir haben uns für diese entschieden aus einem bestimmten Grund. Und zwar, also das schließt ganz gut an den Vortrag an von Judith heute Vormittag. Sie hatte da ein Zitat gesetzt, wo eigentlich herauskam, dass viele Menschen, und das war, glaube ich, von einem Unternehmen ein Zitat, aber ich habe das auch in vielen Gesprächen schon so wahrgenommen, dass sich viele Menschen sehr machtlos fühlen in Bezug auf die Zukunft, in Bezug auf die Prozesse, die mit der Digitalisierung einhergehen und eben das Gefühl haben, ja, sie können ja eh nichts dran ändern. Es wird irgendwie alles so passieren und es sind irgendwie große Konzerne, die das bestimmen oder Politik oder wer auch immer, aber sie haben da eben wenig dran zu drehen. Und das haben wir insofern aufgegriffen, dass wir mit ReReality ein Was-wäre-wenn-Szenario gebaut haben, also ein Szenario der näheren Zukunft, in dem man eben, in dem Menschen in so einem Smart Home wohnen können, das auf ihr Datenprofil, in das sie vermeintlich reinpassen, eingestellt ist und man ist da absolut glücklich und, wie du sagst, muss sich da eigentlich nicht mehr rausbewegen. So kriegt aber natürlich auch nur die Sachen angezeigt oder angeboten, die einen interessieren. Und wir haben uns da, also einerseits haben wir dieses Was-wäre-wenn-Szenario kreiert und haben das in einem spielerischen Setting gerahmt. Das heißt, wir haben da 5 ZuschauerInnen zu SpielerInnen gemacht und die konnten sich in diesem Setting bewegen und sozusagen Handlungswege da drin und Positionen darin ausprobieren. Und das ist das, was uns daran interessiert, also dass man eben, dass unsere ZuschauerInnen oder SpielerInnen eben sich in diesem Szenario bewegen können und eben doch ausloten können, wie könnte ich mich dazu verhalten, wie könnte ich mich darin zurechtfinden, welche Position, also eben aus dieser Machtlosigkeit auch ein Stück weit herauszutreten. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, ZuschauerInnen, aber es sind auch eigentlich SpielerInnen. Also die Frage ist so ein bisschen, die man sich tatsächlich stellen muss, brauchen wir da ein neues Wort? Ich würde es sehr interessant finden, welche wir da so finden können. Also für diese sich verändernde Aktivität von Menschen, die zum Theater gehen, um dort etwas zu tun. Das ist vielleicht auch so nochmal eine offene Frage gleich an alle. Und andererseits aber auch, habt ihr so diese besondere Form des Handlings für den Performer oder die Performerin entwickelt, also wenn man euren Avatar gemeinsam steuert. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben, wie das funktioniert, was das für eine Art von Aktivität ist und worum es euch auch geht bei diesem Steuerungsprinzip, also in der Interaktion zwischen dem, was früher mal der Zuschauer war und früher mal der Schauspieler vielleicht. Das ist sehr stark verändert bei euch. Ja, das stimmt. Also in dieser Arbeit ja, weil es auch bewusst als Spiel gerahmt ist. Das heißt, die ZuschauerInnen heißen hier wirklich auch SpielerInnen. Und wir haben aber einen Avatar, das ist hier ein männlicher Performer, sieht man hier auf dieser Liege liegen. Und es sind 5 SpielerInnen, die das immer spielen können und die steuern den Performer über Sprachbefehle. Also wir erzählen sozusagen den SpielerInnen, dass dieser Performer auch nur auf diese Sprachbefehle programmiert ist und nur darauf reagiert. Also das sind dann irgendwie jeder von diesen 5 hat eben 2 Sprachbefehle, mit denen man den Performer steuern kann. Und das sorgt dafür, dass es einen extrem kleinen Handlungsrahmen eigentlich gibt für die Figur. Natürlich, also wer sich ein bisschen auskennt mit Games, diese Form nimmt sehr viele Prinzipien von Adventures auf, wo man eben natürlich mit der Figur einen sehr viel größeren Handlungsrahmen hat und noch sehr viel mehr Befehle ausführen kann. Und wir haben hier so ein kleines Befehlssetting von einem Jump-and-Run-Spiel genommen, um es halt eben wieder konkretisieren zu können, damit die Gruppe eben immer wieder darauf zurückgeführt wird, sich auf etwas zu einigen, auf das Nächste, was sie tun wird. Also immer das Gemeinsame zu entscheiden. Das ist uns bei dieser Form sehr wichtig. Und wer spielt jetzt das Versierter? Kann man da sagen, man erkennt direkt, wer irgendwie im Games sozialisiert ist. Die Jüngeren spielen das einfach immer flüssiger durch als die Älteren?
Das ist eine schwierige Frage. Also, man sieht, dass jüngere SpielerInnen, die vor allem Gamer-Expertise haben, dass sie schneller Rätsel sehen oder schneller irgendwie die nächsten Sachen sehen, die sie anspielen wollen. Andererseits ist aber auch die Vorerfahrung mit Performances ausschlaggebend dafür, wie man sich in diesem Spiel bewegt. Das Spannende ist aber tatsächlich, und das ist in diesem Szenario, ist es so, dass die Gruppe sich alleine im Raum bewegt mit dem Performer und wir das von außen über ein Kamerabild steuern. Das heißt, wir beobachten die Gruppe und das ist extrem interessant, weil also allein durch diesen Gruppenkonstellationen, diesen unterschiedlichen zuzuschauen, wie die gemeinsam spielen, wie die miteinander umgehen, welche Entscheidungen die treffen, das ist extrem interessant so und sagt irgendwie viel über Gruppenkonstellationen aus. Und zu deiner Frage, also ja, es ist nicht so leicht zu beantworten. Wir hatten mal einen jungen Gamer, der irgendwie hinterher gesagt hat, ja, aber ich wäre ja viel schneller durch das Spiel durchgekommen, wenn ich es alleine gespielt hätte. Aber dann hat er also irgendwie 5 Minuten später gecheckt, ja, okay, aber das Coole ist ja hier, dass ich es nicht alleine spiele, sondern dass ich es eben mit 4 anderen Menschen spiele, was irgendwie eben nochmal mir was dazu gibt und was eben nochmal eine andere Form von Spielerfahrung ist. Und das fand er sehr, also es hat ihm trotzdem gefallen, auch wenn er manches Mal sich von denen gebremst gefühlt hat. Ja, also das ist ja ganz interessant. Was wir hier so ein bisschen versuchen zusammenzubringen, ist einmal, würde ich sagen, sind eben solche Momente im Abendspielplan oder so, wo sich Generationen mischen können und dann jetzt sozusagen bei dem, was Pulp Fiction macht oder was du auch, Hannah, machst, sind wir ganz klar im Kinder- und Jugendtheater, wo wir ja doch, wenn wir ehrlich sind, auch weiterhin davon ausgehen müssen, dass das immer sozusagen nochmal als eine eigene Sparte wahrgenommen wird, wo ja auch tatsächlich der Fall ist, dass meistens im Publikum Kindern begegnen, wenn es eine Schulvorstellung ist zum Beispiel. Das wäre vielleicht so die Frage an dich. Würdest du sagen, das ist auch verdammt nochmal gut so? Also die Digital Natives haben sich auch ihr eigenes Theater verdient. Es muss gar nicht sein, dass wir diese Generationenbegegnung forcieren, sondern es braucht in erster Linie diese eigene Sparte, sag ich jetzt mal, für diese jüngere Generation. Nee, also es wäre ja kein Entweder-Oder. Also eben, wir haben auch als Gruppe die Konferenz der wesentlichen Dinge erarbeitet, wo Kinder und Erwachsene, die sich nicht kennen, an einem Tisch Platz nehmen und mit auch so 2 Knöpfen und so einem Kopfhörer sich durch so ein Spiel bewegen und wo es genau darum geht, sich zu begegnen in den Generationen und Themen zu diskutieren zusammen. Also ich finde das total lohnenswert, Räume zu schaffen und irgendwie mit auch Tools auszustatten, theatralen sowie technischen, um diese Begegnung vielleicht lustvoll zu gestalten. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das eine große Errungenschaft des Kinder- und Jugendtheaters, dass es das Spezialtheater gibt und dass es irgendwie erkennt und anerkennt, dass Kinder und auch Jugendliche sich in einer bestimmten Lebensphase befinden und sie bestimmte Dinge beschäftigen und man ihnen auf eine ganz bestimmte Weise zuhört und auch ihnen was bietet, was immer das sein soll, weil ich würde sagen, sowohl von den Ästhetiken als auch von den Themen sollte das überhaupt nicht heißen, sich zu beschränken oder dass da irgendwas nicht geht, was im Erwachsenentheater geht. Aber ich glaube, ich finde das total gewinnbringend, sich dauerhaft mit einem Publikum auseinanderzusetzen und mit dieser Ernsthaftigkeit sich einem Publikum auch auszusetzen und immer wieder. Und deswegen glaube ich, ja, müsste es das auf jeden Fall weitergeben, auch diese Sparte. Ja, das Interessante an dem Theater für Kinder und Jugendliche ist ja tatsächlich das, was du sagst, dass man sich immer mit seinem Publikum beschäftigt. Also wenn jede Inszenierung oder jede Performance das immer machen würde, egal wer sozusagen die Zielgruppe ist, wäre ja schon fürs Theater, finde ich, ganz viel gewonnen. Aber genau. Dieser Gedanke der Zielgruppe im Theater, der kommt ja auch in dem Bereich schlicht manchmal daher, dass man denkt, Kinder und Jugendliche verstehen bestimmte Dinge nicht oder auch man muss sie für sie anders aufbereiten, sie vielleicht auch ein bisschen beschützen oder so vor bestimmten Dingen. Deshalb, das wäre so die Frage an Finn. Bist du jetzt auch nicht mehr als Jugendlicher im Theater unterwegs, aber es ist nicht so lange her. Hast du da mal das Gefühl gehabt,
dass das Theater dich so ein bisschen abschirmen will, dich vor was beschützen will, und gäbe es eventuell eine Parallele auch zum Umgang mit dem Internet und Jugendlichen? Also ich hatte im Theater eigentlich nie das Gefühl, dass ich so, also dass das Theater mich vor was schützen will. Und ich glaube, meine ersten so wirklich eindrücklichen Theatererfahrungen waren so sehr ungeschützt. Also was auch eigentlich mein Einstieg ins Theater war, was auch so ein bisschen witzig eigentlich ist, weil also das erste Stück, was ich wirklich im Stadttheater gesehen habe, war eben von dem Spina Theater, was wo ich jetzt ja dann auch schon lange mitspiele. Und da bin ich eben durch meine Theater AG in eine Inszenierung gekommen, die mich super verwirrt hat. Also habe eigentlich sehr wenig verstanden, weil es auch eher Tanztheater war. Es war irgendwie sehr, es kam sehr viel von der Bühne, also auch so ein bisschen sehr direkt. Und einfach, es war eine krass eindrückliche Erfahrung, die mich erstmal richtig überfordert hat, und ich wusste irgendwie, also es ging um das Thema, also das Stück hieß Helden, und ich konnte so sehr wenig damit, oder ich konnte viel damit anfangen, aber ich habe es auch nicht verstanden, also, und aber gleichzeitig hat es mich so beeindruckt, dass ich wusste, okay, das will ich auch machen, ich möchte es auch lernen, was diese jungen Menschen da irgendwie können und tun, und das war aber überhaupt nicht geschützt, und ich habe jetzt letztens nochmal die Frage bekommen, ob das danach irgendwie aufbereitet wurde, so durch die Theater AG oder wie man damit umgegangen ist, und das hat halt nicht stattgefunden, also ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, wir waren dann schon so mit den Eindrücken irgendwie relativ alleine, was aber auch nicht schlimm war, also würde ich jetzt so im Nachhinein behaupten. Und ich würde aber schon sagen, das Theater, also würde ich auch als einen irgendwie gefährlichen Ort schon bezeichnen, aber im positiven Sinne. Also gefährlich deswegen, weil man sich irgendwie, aus meiner Erfahrung, man wirft sich so physisch ins Feld, man macht irgendwas auf der Bühne, man ist da mit anderen Leuten, also man muss irgendwie, hat eine Regisseurin mal immer zu uns gesagt, auf der Bühne alle 7 Sinne zusammen haben, weil sonst... Also man hat auch einfach Verantwortung so füreinander. Und man ist auch verletzbar. Also, und da sehe ich auch so eine große Parallele zum Internet. Also so im Probenprozess oder auf der Bühne oder sobald ich irgendwie was poste oder so, ist man irgendwie in der Öffentlichkeit, hat Publikum und ist angreifbar und verletzbar und was auch immer. Also deswegen glaube ich schon, ja, es ist irgendwie gefährlich. Vom Theater, was ich so kenne oder meistens gemacht habe, ist es auch meistens so, dass die Gruppe immer als sie selbst auf der Bühne stand. Also wir waren immer wir, und wenn wir was sagen, dann sagen wir das, weil wir das irgendwie erzählen wollen, weil das vielleicht was Persönliches ist oder weil das einfach uns wichtig ist. Und da gibt es auch manchmal dann die Frage so von TheaterpädagogInnen, so ja, wie schützt ihr euch denn? Wann spielt ihr denn eine Rolle? Wann seid ihr ihr? Und was auch ja eine gute Frage ist oder auch gut, dass man sich da Sorgen macht, dass wir uns irgendwie, keine Ahnung, dass wir so ein Trauma kriegen oder ich weiß eigentlich auch nicht, um was man sich da genau Sorgen macht, aber da sagen wir auch immer, nee, das, wir haben nicht das Gefühl, dass wir uns schützen müssen und wir wollen das so und wir wollen gerade nicht, dass ich einen Text ins Stück gebe und dann spricht den jemand anders, weil das irgendwie falsch wäre oder so und genau, und ich glaube, dass man da auch sowohl im Internet als auch im Theaterraum vielleicht auch so vertrauen darf. Also auch so wie ein bisschen wie Steffi und Oleg, die das Stück oder die Stücktrilogie Mutanten Democratic Playground und Mehr Tote als durch Haiangriffe, so, also wie die in den Inszenierungen eigentlich auch uns Jugendlichen immer vertraut haben, dass wir schon so die Themen reinbringen, dass wir das irgendwie machen und nicht das Gefühl hatten, uns jetzt pädagogisch behüten zu müssen. Und ich glaube, da darf man in beiden Orten auch als gefährlicher Ort so Vertrauen haben. Und gleichzeitig, ja, ich frage mich halt auch, weil wenn man immer vor diesen gefährlichen Orten beschützt wird, dann kann man halt auch nicht lernen, wie man da drin agiert. Also im Bühnenraum und auch im Internet. Also ja. Ja, das Theater ist ein gefährlicher Ort, das finde ich auf jeden Fall schon mal das Zitat des Tages, aber das Theater ist natürlich auch ein Arbeitszusammenhang, und wenn wir jetzt vielleicht da nochmal
gemeinsam in so eine letzte Runde springen. Ich würde die Frage eigentlich an Christine und Hannah, an euch beide richten. Also so eine Produktion wie Real Reality, stelle ich mir vor, entsteht ja in ganz anderen Proben und auch Vorstellungszusammenhängen als das, was so ein Theaterbetrieb normalerweise leistet bei euch. Du hast es auch schon selber angesprochen. Also ihr habt hier die Konferenz der wesentlichen Dinge, da so ein Bühnensetting, so ein interaktives selbst gebaut. Es gibt oft, nehme ich so wahr, bei euch so Do-it-yourself-Technologien, die parallel zu den Proben entstehen und dann mit in diesen Stücken vorkommen. Deshalb an euch vielleicht auch einfach mal schlicht die Frage, wie funktioniert das? Also oder was braucht euer Theater, damit das funktioniert, damit das entstehen kann einmal und damit das dann halt auch möglichst auf Tour gehen kann und von vielen SpielerInnen oder ZuschauerInnen mitgenommen werden kann? Ich fange mal an. Ja. ich glaube, die Besonderheit ist bei uns, dass für eine freie Theaterproduktion haben wir einfach einen extrem hohen technischen Aufwand. So, das haben wir gemerkt jetzt auch. Also einerseits natürlich mit den Geldern, die wir dafür beantragt haben, und andererseits aber auch mit den Gastspielorten, bei denen wir zu Gast waren. Wir sind sowohl an freien Produktionsstätten als auch in Stadttheatern, also Schauspiel Dortmund unter anderem haben wir gespielt. Gut, beim Schauspiel Dortmund war die Frage jetzt, gibt es da die technische Ausstattung? War jetzt nicht so, also da war es alles da. aber vielen anderen Orten eben nicht. Und da wir eben gerade vor allem an kleineren Häusern spielen, also kommt es da einfach an seine Grenzen. So. Das ist so Punkt eins. Und das andere, ich glaube, was unsere Arbeit dann noch unterscheidet von klassischen Schauspielproduktionen oder Tanztheater oder weiß ich nicht, ist, dass bei uns kommen extrem viele Gewerke zusammen und Gewerke, die nicht unbedingt an klassischen Theaterproduktionen beteiligt sind. Also wir hatten einen Programmierer mit an Bord, wir hatten irgendwie eine Interaction-Designerin mit dabei und noch viele weitere Gewerke. Und das alles allein zusammenzubringen, ist schon erfordert viel Zeit, aber auch viel Kommunikation und so. Und es ist auch nicht immer so einfach, aber das ist, glaube ich, so ein Unterschied. Und unser Leben erleichtern würde es, wenn es überall Internet gibt. Auf den Bühnen, wirklich. Also in 2019 immer noch kein Internet in den Theatern, ey, unfassbar. Insofern unterstütze ich da auch Christian, als er heute Morgen gesagt hat, hier freies Internet, sollte man nutzen. Ich wäre sehr dafür. Geld, Zeit und Freifunk. Ja, Freifunk, genau. Ja, Hannah, vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen erzählen, wie diese, sozusagen diese Technical Devices oder so bei euch entstehen und was die dann für die Stücke machen und vielleicht auch wie das, was das braucht, um das zu entwickeln. Ja, ich dachte irgendwie so, ja, was brauchen wir? Geld, Zeit, Raum. Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Raum, irgendwie so. Das kann man ja, glaube ich, ziemlich allgemein fassen. Aber jetzt so speziell auf sowas wie die Konferenz der wesentlichen Dinge, da kann man es vielleicht dran auch ganz gut erklären. Also was, das ist so ein Tisch eben. Man sieht hier die eine Seite, 5 Leute pro Seite sind dort, können dort sitzen. Auf der anderen Seite dieser kleinen Kästchen sind 2 Knöpfe. Es gibt eine Lampe und eben diesen Ohrhörer, den man rausziehen kann. Und unter dem Tisch ist auch noch eine Lautsprecherbox und dieser Tisch redet mit einem. Und dann navigiert man sich als Gruppe mit diesen Knöpfen und Befehlen auf den einzelnen Kopfhörern durch dieses Erlebnis. Und das haben wir schon ziemlich viel gespielt und es gab ein Stadttheater, was das gerne kaufen wollte, die Produktion. Und dann haben wir gemerkt, das ist alles so selbst gelötet, das könnt ihr nicht nachlöten, oder wir müssen jetzt 2 TechnikerInnen von euch ausbilden, die wirklich verstehen, was das ist. Und wahrscheinlich sind eure Sicherheitsbestimmungen so, dass ihr das auf jeden Fall gar nicht okay fändet, wenn man das so lötet. Und so, das ist es, glaube ich. Also wir, weil, wenn wir unsere Produktion machen, brauchen wir Basti, der es programmiert, und Matze, der einen Lötkolben hat, und einen Raum, wo uns keiner guckt, ob das verboten wäre, irgendwie zu tun. Stichwort gefährlicher Raum. Und dann machen wir das. Und dann sind das eben so ein Ding, was ganz auf sowas
basiert. Jetzt bei anderen Produktionen wie Max und Moritz ist es ein Knopf, den das Publikum drücken kann. Dann geht irgendwie ein Luftballon über dem Publikum, über den PerformerInnen an, der dann halt sich aufbläst bis zum Knall. Also es sind eigentlich ziemlich kleine Mechanismen, so, die einfach vor allen Dingen immer dazu dienen, das Publikum mit einzubeziehen oder irgendwie Macht abzugeben ans Publikum und die eben auch so haptisch sind und oder so, also so retro sind eigentlich, dass sie den technischen Prozess wiederum erfahrbar machen, dass es nicht zu digital oder zu verborgen ist, sondern es irgendwie dann doch wieder so analog scheint. Und wir haben, fragen uns schon auch manchmal so, ob es den Aufwand, weil das Programmieren dauert ja immer Zeit und dann wartet man immer auf diese Technik, die dann hinterherhinkt, zu entwickeln, die man sich ausgedacht hat und ob es das so wert ist, also ob das die Erzählung braucht. Und meistens hoffen wir, dass es die Erzählung braucht, also dass wir das nicht einfach so tun, weil es cool ist oder so. Und gleichzeitig glaube ich wirklich, dass im Theater für junges Publikum und nicht, weil irgendwie junge Leute so technikgeil sind, aber es trotzdem, jetzt zum Beispiel auch bei der Konferenz haben wir in Zusammenhängen von theaterfernen Jugendlichen, wie man so schön sagt, gespielt, die wirklich noch nie im Theater waren und die das auch irgendwie nicht so cool fanden, da hinzugehen und dann durch so ein Tool, sage ich mal, verführt werden. Und das, glaube ich, ist schon auch eine Möglichkeit, dass einfach und auch mir irgendwie Knöpfe drücken Spaß macht. Also ich glaube, das ist ja auch eine Chance. Also das ist irgendwie natürlich genauso gut mit analogen Aufsteh-Sitz-Prinzip. Vielleicht bestimmte Dinge funktionieren würden in dem Fall so von einer Abstimmung. Aber genau, und das ist auch unser Spaß daran, es zu tun. Ja. Vielleicht letzte Frage an Finn, bevor wir hoffentlich auch noch Zeit haben, ein bisschen Fragen von euch zu hören. Also du studierst ja jetzt gerade angewandte Theaterwissenschaft. Wir gehen davon aus, dass wir dich in naher Zukunft auch als dann wiederum als Profi auch auf der Bühne stehen sehen. Und wenn du dir das so ausdenken dürftest, rumspinnen dürftest, wie sähe dann dieses Theater aus, was du dir wünschst? Was brauchst du da? Ja, es ist erstmal eine krass große Frage irgendwie. Also und ich glaube, ich muss aber tatsächlich so sehr unspektakulär und irgendwie so sehr analog darauf antworten. Also weil für mich ist tatsächlich so das Wichtigste eigentlich, dass ich Mitstreiter und Mitstreiterinnen auf der Bühne habe. Also so auf der Bühne und auch dahinter im Proben- und Arbeitsprozess irgendwie. Also weil mir ist das Kollektiv einfach so super wichtig oder ich glaube, ich funktioniere so sehr gut in kollektiven Strukturen oder in Gruppen, die irgendwie gemeinsam an einem Thema dran sind. Und ja, also da merke ich einfach, dass also das bringt dann schon so sehr viel, also da kommen dann natürlich noch andere Sachen zu, aber das bringt für mich einfach schon so die wahnsinnig viel mit sich. Also ob das jetzt Wissen ist, was dann einfach in der Gruppe ist, andere Perspektiven, Erfahrungen oder auch Skills. So, also jemand hat dann vielleicht irgendwie Choreografie studiert, irgendwer kann super programmieren. Das könnte ich zum Beispiel, glaube ich, nicht. So, also so Coding oder so ist, glaube ich, jetzt wäre jetzt nicht meine Expertise. Aber genau, und ich glaube, damit kommt dann irgendwie schon so total viel. Und ich habe, glaube ich, nicht so viel Interesse an so, also solo mal was machen oder allein an was arbeiten ist auch super. Aber ich glaube, so wirklich für so die professionelle Arbeit bin, also genau, brauche ich, also würde ich auf meinen Wunschzettel das, genau, Mitstreiter und MitstreiterInnen, Mitstreiterinnen schreiben. Ja, also aber das ist, genau, ein sehr analoger materieller Wunsch in einer gewissen Weise. Ja. Also wir halten fest, das Theater der Digital Natives ist ein gefährlicher Ort, an dem wir uns gegenseitig verführen möchten, weil uns das Spaß macht und an dem es irgendwie nicht so viel Spaß macht, sich solo in 5 Minuten durchzuzocken, sondern wo es vielleicht spannender ist in der Gruppe, auch wenn es schwieriger ist, etwas zu tun. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht bis zu diesem Punkt. Und würde mich jetzt tatsächlich sehr freuen, wenn ihr noch Lust habt, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mikro im Saal gibt, sonst können wir auch eins hergeben. Ah, es gibt eins da hinten. Los geht's. Hoffentlich. Da. Für mich, also klingt gerade so nach oder so eine Frage, die vielleicht so in den Raum gestellt ist.
weil du das meintest mit den Barrieren im Theater und die dann vielleicht so ein Tool, auch so einen ersten Anknüpfungspunkt irgendwie haben kann. Aus meinem Background komme ich eher so aus diesem inklusiven Pädagogik und frage mich halt, ob ihr da vielleicht auch schon Erfahrung gemacht habt, inwieweit dieses Tool, was ja bei diesem Gaming auch, das ist ja sehr sprachbasiert, was mache ich mit Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, erste Barriere, oder wo könnte man diese digitalen Tools dann auch nutzen, um neue Personengruppen einzubinden ins Theater oder da noch eine größere Offenheit zu schaffen? Habt ihr da mit Erfahrungen gemacht oder? Egal. Du hast recht, bei uns ist es tatsächlich, ist das Spiel jetzt gerade auf Deutsch. Auch alle Einspieler jetzt gerade auf Deutsch, wobei man auch die Einspieler übersetzen könnte. Klar, da gibt es gerade noch ein Problem. Zumindest bei dieser Produktion. So. Ansonsten ist es erstmal, achten wir auf sehr viele andere Dinge, damit Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen da mitspielen können. Und das fängt auch an bei der Frage, also dass ganz häufig auch ältere Menschen kommen und sagen so, ja, ich kenne mich da gar nicht aus, ich habe noch nie gespielt und so. Und dann zocken die am Ende total begeistert mit so. Also da achten wir wirklich sehr drauf. Also klar, durch technische Werkzeuge könnte man das sicherlich erweitern. Wir planen auch in den nächsten Produktionen nochmal ganz andere Sachen einzusetzen. Jetzt gerade war für uns der Reiz in dieser Arbeit Reality gerade ein digitales Format, also dieses Gaming wieder zurück zu übersetzen in ein analoges Setting, also in die Performance, wo man eben gleichzeitig da ist und dieser Performer ein echter Mensch ist. Lustigerweise funktioniert jetzt aber diese Behauptung, dass man sich in einem Spiel befindet, funktioniert so gut, dass die Leute sehr schnell vergessen, dass das ein echter Mensch ist. So, es ist völlig schräg und das bei allen Altersgruppen funktioniert das gut. Also ja. Also ich glaube, das ist auch schon ein total wichtiger Punkt, würde ich jetzt mal sagen, aus der Perspektive von jemandem, der an so einem Theater arbeitet und auch so die verschiedensten Publika sieht, dass tatsächlich die Menschen, die da in erster Linie eingebunden werden, sind vielleicht auch schon mal Jüngere. Und das sind ja durchaus auch an vielen Theatern noch Zielgruppen, die gern eingebunden werden sollen, wenn es jetzt nicht gerade in der Sparte Kinder- und Jugendtheater wird. Das heißt, es kommt wirklich immer so ein bisschen auf die Perspektive an, wohin man guckt. Aber natürlich ist es immer erweiterbar. Ja, also wir haben einen Antrag auf Uminszenierung unseres Tisches gestellt mit Mehrsprachigkeit, also das mit 5 Sprachen und über Mehrsprachigkeit und so zu machen, wurde bis jetzt immer abgelehnt, weil man irgendwie ungern Dinge nochmal nutzt und inszeniert, fördert. Aber genau, das denken wir auch, dass dieses Tool gerade in Richtung Sprachen und Mehrsprachigkeit einen Anknüpfungspunkt wäre, um miteinander zu kommunizieren. Ansonsten machen wir ja eher Bühnenstücke und da würde ich irgendwie sagen, das eine ist, dass wir eben diese O-Töne haben und da haben wir auch öfters Kinder und Jugendliche, die entweder nicht Deutsch sprechen, also wo wir andere Sprachen haben, die wir dann auch abspielen auf der Bühne, genauso wie nicht gut gesprochenes Deutsch. Und das erlebe ich schon als etwas, dass man das aber trotzdem abspielt und nicht ausstellt als, oh, da spricht aber jemand schlecht Deutsch, dass sich die Menschen und Kinder und Jugendlichen, die sich, die vielleicht auch eben die Sprache erst lernen oder nie richtig gelernt haben aus verschiedenen Gründen, da eher wiedererkennen oder gewertschätzt und gespiegelt sehen. Und dass das eben auch eine Möglichkeit ist, andere Menschen einzuladen, Teil dieses Erlebnisses zu sein. Und das andere ist, dass wir eben auch in so klassischeren Bühnensituationen die Interaktion immer gerne, also gerne interaktive Momente haben. Also oft kommen Kinder oder Jugendliche auf die Bühne bei uns und können etwas tun. Und dieser Rahmen, was sie tun können, ist relativ klar geframed. Also
weiß ich nicht, jetzt bei Max und Moritz kann man auf die Bühne gehen und einem Performer Elektroschocks verteilen. Ich weiß gar nicht. Hashtag gefährlicher Ort. Oder so. Und kleine Bomben bauen und schmeißen auf dem Lehrer oder so. Und diese Vorgänge sind, glaube ich, relativ klar verständlich, auch wenn man nicht Deutsch spricht zum Beispiel jetzt. Oder auch wenn man im Rollstuhl ist, kann man auf die Bühne fahren und eine kleine Backpulverbombe schmeißen. Ne? Also so, also, und das, glaube ich, ist schon etwas, womit ich mich beschäftige. Also von welchem Publikum gehen wir aus und welche Sprache wird es sprechen? Und auch wenn man nie schafft, glaube ich, alle einzubinden, glaube ich, helfen so Momente, die Situation zu verstehen oder mitzuerleben. Hier gibt es noch eine weitere Frage. Hier vorne. Ja, ich wollte noch fragen, ob es auch künstlerisch was verschiebt in der Verantwortlichkeit. Also weil gerade dieser Gedanke aufkam von dem Kollektiven. Also wenn jetzt auch eine große Kompetenz da ist von den von beiden Seiten, aber die sich irgendwie insgesamt verschiebt und das ja auch gerade so eine andere Aufladung gibt von der künstlerischen Bedeutung dieser Inszenierung. Ob man das auf der einen Seite, also die Frage ist, ob man das anders benennt dann auch, wenn auch die Kompetenz der Beteiligten zu einer anderen Weise vorkommt oder ob das keine Rolle spielt. Ich glaube, die Frage ist, also ich schicke die mal so an Christine und Hanna, bei euch wahrscheinlich kann man relativ schnell beantworten, nämlich wenn die Menschen nicht kompetent sind, in dem Sinne, dass sie aktiv sind, dann kann man es nicht spielen eigentlich, oder? Dann geht dieser Abend nie los. Wenn die Frage so gemeint die ist, ist die so gemeint gewesen, die Frage? Die auch eine große Rolle spielt. Also nicht nur die mitmachen, sondern die den gesamten Prozess mitbestimmen in einer anderen Weise. Und ob das sich abbildet auch in der Benennung solcher Produktionen. Also dass dann ein Digital Native anders eine Bedeutung bekommt in dieser Produktion, dadurch, dass die Person anwesend ist und ihre Kenntnisse zur Verfügung stellt. Also für den künstlerischen Prozess meine ich jetzt, ob das eine Rolle spielt. Aber ich kann es jetzt auch nicht viel klarer sagen, nur verschiebt sich vielleicht insgesamt ja was. Also nicht, dass es jetzt es gibt keinen Autor in dem Sinne, es gibt eine andere Dynamik in der Inszenierung, Algorithmen oder wie auch immer. Also es werden bestimmte Prozesse aufgenommen von den Personen, den jüngeren Personen, die dann beteiligt sind und das einfließen lassen. Ob das nicht auch eine künstlerische Seite hat, die das dann eben früher wird als sonst. Also zum Beispiel jetzt die Menschen, die wir interviewen, die benennen wir alle. Die kommen also auf den Flyern oder so, also die sind sozusagen als erstmal so Recherchepartner. Dadurch, dass wir, ich glaube irgendwie zum Beispiel, unsere Gruppe, sagen wir auch immer so, ja, wir sind kein Kollektiv, sondern wir arbeiten kollektiv, weil ich zum Beispiel Regie führe und das auch immer, und wir das auch so benennen. Also wir sind sowieso auch in unserer kleinen Theatergruppe, welche die wieder irgendwie so ein bisschen rückkehren zu so klassischen Aufgabenteilungen und dann irgendwie Menschen wie, also junge Menschen im Entstehungsprozess eher dazu holen und trotzdem sagen, wir haben aber die Theaterfachkompetenz und ihr habt eine andere Kompetenz, eben die eures Lebens und vielleicht bei bestimmten technischen Tools, wobei wir da jetzt auch noch nicht so, weil wir nicht so stark in das Gaming gehen oder so, selbst bei diesen Sachen, die wir da bauen, glaube ich, eher Dinge bauen, die wir aus unserer Kindheit kennen, als die jetzt gerade Kinder und Jugendliche jetzt benutzen oder kennen oder spielen. Deswegen geben wir, glaube ich, was das angeht, nicht so viel ab an künstlerischer Mitsprache oder sondern laden irgendwie ein, uns zu inspirieren oder so und versuchen Dinge zu bauen, die dann im Aufführungsprozess möglichst viel abgeben. Also uns einem Risiko aussetzen, dass sich eben, wie zum Beispiel bei Max und Moritz, wo wir alle Erwachsenen rausschicken und die Kinder alleine mit uns bleiben und diese Bomben bauen,
Bämmchen, kann man eher sagen. Hört sich so krass an. Aber auf jeden Fall, wenn das irgendwie 100 Kinder sind und wirklich kein Lehrerin mehr im Raum ist und nur zwei Performerinnen, kann das halt kippen. Ist noch nie so krass gekippt, aber ist schon auf jeden Fall zu einer Situation geworden, die anstrengend ist und die schlecht einzufangen ist oder so. Und diese Situation halt durchaus zu bauen, das versuchen wir. Aber das ist dann, glaube ich, nochmal was anderes. Es ist nicht sozusagen künstlerische Mitsprache abgeben und dadurch, genau, würde ich sagen, in diesem klassischen, wie man etwas erarbeitet, verändert sich bei uns jetzt nicht so viel. So, ja, hier zum, wird schon hektisch gerüllt, aber vielleicht noch einen Satz. Ja. Also genau, es wäre vielleicht so eine Teilantwort, weil sie nochmal so auf die Frage von Verantwortung oder wer hat dann so Verantwortung, und also das finde ich auch super spannend, weil also genau, ich hatte jetzt gerade nochmal das mit den Kollektiven gesagt, also da freue ich mich zum Beispiel auch, weil ich glaube, durch so Digitalisierung oder weil wir so gut vernetzt sind, gibt es auch immer mehr Tools, um so kollektiv vielleicht auch über digitale Sachen an was zu arbeiten. Also ob das jetzt ein Online-Dokument ist und man kann irgendwie mit einer großen Anzahl Leuten an einem Text schreiben. Das finde ich zum Beispiel auch super spannend. Aber dann auch so die Frage, wer ist dann verantwortlich oder so. Also so habe ich die Frage auch so ein bisschen verstanden. Und also das finde ich auch eine super spannende Frage. Und ich würde erstmal, weil das auch was ist, womit ich gerade in der Gruppe arbeite, quasi an einem Text, der irgendwie kollektiv entsteht, und ich glaube, da letztendlich müssen sich dann alle die Verantwortung so teilen oder auch wirklich sagen, das ist jetzt nicht von einer Person, sondern das ist eben von 10 Leuten, und die stehen auch so dahinter, und das ist dann natürlich auch, du hast es eben schon mal gesagt, auch nicht so einfach, weil je mehr und je mehr Diskussion, aber letztendlich ist es auch ein schöner Prozess, und dann hat man was, was ja, wo man sehr hintersteht, weil es auch einem gehört, aber auch ein ja auch was Gemeinschaftliches hat. Ich glaube, das wäre dann so eine geteilte Verantwortung, die von jedem sehr verantwortungsvoll getragen wird. Ja. Wundervolles Schlusswort oder Weiterführungswort in die Kaffeepause. Da ist doch schon das Gläckchen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch noch ansprecht. Vielen Dank fürs Zuhören und danke euch. Bis bald.